Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal Tom's Gilly zu einer weiteren kleinen Special-Folge von Car-Mechanik Simulator 2021. Ja, also, was sehen wir hier? Ein absolutes Schrottteil. Deswegen mache ich hier so ein kleines Spezial nochmal, bevor ich den jetzt verkaufe. Ich habe ihn gerade Probe gefahren auf der Bahn. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe ihn auf dem Schrottplatz aus Interesse für 2850 Credit Dollars gekauft, als absoluten braun verrosteten Schrotthaufen, alles braun. Als erstes habe ich ihm neue beigefarbene Sitze verpasst. Jetzt hat er alles neu bekommen, weil der war fast überall knallrot in den Werten. 3%, 5%, außen, innen, unten, oben. Er hat also jetzt neue Stoßstangen, neue Rückscheinwerfer, er hat neue Frontscheinwerfer, vordere Stoßstange neu. Ich habe auf dem Schrottplatz nochmal hier diese olivfarbene Motorhaube mit 99% gefunden. Die war also rostig braun beim Ankauf. Die Windschutzscheibe, ja, ist ein bisschen blass, 15% oder 16%. Auf dem Schrottplatz. Die fehlte natürlich auch. Die verrosteten Felgen waren nicht mehr zu retten und verdammt teuer. Die habe ich so gelassen. Und dafür aber 4 brandneue Oldtimer-Reifen aufgezogen auf die verrosteten Felgen. Die Spur eingestellt. Bei mir in der Werkstatt, die war völlig verstellt. Das habe ich auch bei der ersten Route gemerkt. Der war kaum handelbar. Ja, der Motor fängt so bei knapp 170 an zu spucken und will nicht mehr. Hab den Motor gerade so gerettet, ihn nochmal neu aufgebaut, ein paar teure Teile. Ist ein sehr seltener Motor. Ich hatte aber den Block, Gott sei Dank, in meiner großen Sammlung im Lager. Und ja, jetzt sieht der so aus. Ich habe ihn jetzt nicht lackiert. Und der bringt jetzt sage und schreibe zwar nur einen Bonus von, glaube ich, 700 oder sowas, aber ich habe ihn von 2800 vom Schrottplatz aufgewertet auf, glaube ich, über 45.000 durch die Chassisteile, ich habe ihm jetzt doch, also soweit ich Material hatte, es war auch unten alles verrostet im Fahrwerk und alles, was ich noch so im Lager hatte, habe ich verbaut, aber er kommt jetzt unten in der Federung, in den Bremsen nur so auf 50-60%. Aber ich staune überhaupt, dass der fährt, auch der Motor nicht. Also ich habe auch nur alte Kolben reinsetzen können, die gerade so gingen. Aber dann eben auch viel neu verbaut, Batterie, Bremskraftverstärker und so weiter hatte der alles nicht. Ja, und ich habe es versucht und Tatsache, der Motor sprang an. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, dass ich den nicht fahrbereit verkaufen muss. Und jetzt kann ich mit dem sogar noch eine Abschiedstour machen. Und das will ich mit euch gemeinsam machen hier in dem kleinen Spezial. Ich hoffe, es ist da nicht zu laut. Ich brauche ja auch nicht viel zu reden dabei, wenn ich die Runde drehe. Die Spur ist eingestellt. Er lässt sich jetzt ganz gut fahren. Ja, immerhin habe ich hier geschafft 2:03 und 2:00. Erstaunlich mit dem kaputten Motor, der gerade mal maximal so 169, 170 Sachen bringt. Und fährt vielleicht, weil er sich recht gut fahren lässt, seitdem die Spur eingestellt ist. Und ja, wir werden jetzt nochmal eine Abschiedsrunde, eine Ehrenrunde drehen mit dem super tollen alten Klassiker. Also wenn ich den jetzt hier lackieren würde in knallrot oder in irgendeiner James Bond Farbe, wer weiß,
ob es da für den ich hier sogar auch eine Speziallackierung designmäßig gibt. Habe ich gar nicht ausprobiert jetzt, weil er ja in den Verkauf geht. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass der überhaupt fahrbereit wird. Und erstaunlich, dass der mit diesen 50% Bremse so gut die 2 Minuten die Runde schafft. Ja, da hätte ich nicht gedacht. Gewöhnungsbedürftig, die blinde Frontscheibe mit 15%, wird er gleich sehen. Die schöne Jaguar, Original Steuerrad, nicht ganz 100%, aber ich weiß nicht, oder hatte ich es nochmal neu gekauft, weiß ich gar nicht mehr. Die Sitze sind auf jeden Fall neu. Jo, tolles Auto, muss ich sagen. Ich werde es mir vielleicht irgendwann dann nochmal neu zusammenbauen. Den will ich also jetzt nicht behalten. Ich habe ja sowieso das Platzproblem jetzt schon in der vierten Boxenreihe und habe schon wieder 3 Schrottis gekauft, die ich klar machen muss und habe kaum mehr Platz. Also den verkaufe ich jetzt erstmal. Ich habe ja genug andere Sportwagen. Mittlerweile habe ich jetzt auch den Audi, das ist mein Spitzenfahrzeug, den Audi RS6 heißt der, glaube ich. AS, nee, ich glaube RS6. Avalon oder so. Also den großen Audi auf jeden Fall. Als Mod. Der ist eigentlich top. Der hat mit seinen 500-600 PS und den habe ich auf 100% gebracht, voll ausgebaut. Auch Glück gehabt bei Kowalski, glaube ich, für 51.000 als halben Schrotthaufen auf dem Schrott ersteigert. Und mittlerweile ist der, glaube ich, 185.000, ist nämlich die Lit Edition, der zweiteuerste. Und diese mit den ausgestellten Kotflügeln, ich weiß immer nicht, wo, White Edition oder so, der kostet über 400.000, 409.000 glaube ich. Und die Lit Edition, die ich habe, liegt aber immerhin auch, glaube ich, bei 290.000. Und deswegen jetzt so ein hoher Wert, so in die 90er habe ich ihn gebracht, 90% überall. Und damit ist der Audi jetzt immerhin satte 185.000 wert. Wahnsinn, mit 51.000 gekauft. Ein Bonus alleine von 40.000, 45.000 bekommen. Also ist, glaube ich, mein teuerstes Auto vom Wiederverkaufswert hier. Der RS6, der A6 Audi. Ja, gut. Das ist jetzt mein Top-Auto und noch ein paar andere habe ich ja auch gekauft. Jetzt baue ich den Jaguar, den ganz flachen, den silbernen auf. Komme jetzt nicht auf den JS 220, glaube ich, heißt der. Der ist außenrum fertig, aber der Motor, der ganze Innenteil sind erst bei 30%, also muss nochmal voll ausgebaut werden, Motor nochmal ausgebaut werden. Dann werde ich diesen Silberpfeil klar machen und das reicht mir dann noch aus. So, wir machen jetzt hier Abschiedsrunde mit unserem tollen alten Jaguar E-Typ und ihr seht, die Scheibe ist blind, natürlich Rechtssteuerung, original, britisch, ganz toll, ich mag das, habe auch keine Schwierigkeiten, habe ja lange genug in England gelebt und bin dort Mini Morris gefahren und nur in den vielen, vielen Kreisverkehren in Großbritannien, auch auf den Autobahnen, haben sie ja keine Autobahnkreuze, sondern meistens so riesigen Kreisverkehr als Kreuz. Ja, da kommt man dann ins Grübeln, muss ich sagen. So, ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber ich werde ja auch nicht so viel reden müssen. Wir werden dann eine schöne Abschiedsrunde mit dem Teil fahren. Ich habe jetzt hier auch die runtergedreht. Oh, da habe ich jetzt verzogen. Muss aufpassen, mich konzentrieren, dass ich ihn nicht hier gegen die. Weil ich bin ihn jetzt erst einmal gefahren. Also mit ihm werden wir jetzt hier keine super Rekorde erzielen.
Das soll nur eine schöne Ehren- und Abschiedsrunde sein. Ich freue mich einfach, dass ich den Wagen zu laufen bekommen habe. Ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt überhaupt die Motorengeräusche hört, weil ich jetzt soweit den Ton runtergedreht habe. Ja, bei 170 fängt er an. Oh, jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Das ist nicht so schön. Übrigens ist auch interessant, bei Bruch gehen die Werte runter, aber auch nicht immer seltsamerweise. Also, da gibt es einen Trick, habe ich rausgefunden. Geht hinterher nochmal in die Waschanlage, wascht den Wagen nochmal und putzt ihn nochmal. Und dann sind alle Bonuswerte und alle Werte wieder wie vorher, wie vor dem Bruch. Also, ganz interessant. Ja, ich quatsche zu viel. Jetzt habe ich mich überschlagen. Na, er hat sich aber wieder gedreht. Aber ist ja auch ganz funny. Wir wollen ja hier keinen Rundenrekord laufen. Ja, mit der WASD-Steuerung ist es ein bisschen schwierig. Auf der Rennstrecke gewöhnungsbedürftig. Und ja, reden und fahren hier mit dem Teil, was nicht so einfach zu steuern ist, ist schwierig. Ja, also wenn der Wagen hier sich überschlägt und Schaden nimmt, dann wascht ihn und putzt ihn nochmal, dann sind die Werte wieder in Ordnung. Weil es sonst ärgerlich, wenn er ihn verkaufen wollte. Hört er den Motor, wie er jetzt streift, 370, fängt er an zu spucken und zu sprotzen, dann muss man vom Gas runter. So, dann werden wir unsere Ehrenrunde hier beenden. Hoffentlich jetzt in der letzten Kurve ohne Bruch, ja. Und in die Zielgerade hinein. Und nochmal eine Vollbremsung mit 50% Bremsen hingelegt. Ja, die Scheibe ist wirklich hin. Aber das spielt keine Rolle jetzt. Der ist auf 45% gebracht worden, der Wagen. Und das ist wirklich erstaunlich. Ja, Freunde. Von Car-Mechanic Simulator. Das war ein kleines Special zum Thema E-Jaguar. Damit habe ich alle vier von der DLC, die ich natürlich mir sofort geholt habe, kennengelernt. Drei besitze ich, also eigentlich ja vier mit dem jetzt hier, alle vier besitze ich. Zwei sind fertig und fahrbereit. Ja, der wird jetzt hier verkauft und der Silberpfeil, der dieser JS oder JL220, glaube ich, heißt der, ja, den werde ich jetzt, der steht schon vor der Werkstatt, den werde ich also, kann ich euch nochmal zeigen, jetzt in der Technik klar machen und freue mich schon, wie der dann fährt, weil der Morena, dieser Lamborghini, dieser Italiener Morena Bizzarini, den habe ich ja auch gekauft, preisgünstig und voll ausgebaut. Und ja, also hier in der Werkstatt habe ich die Spur nochmal eingestellt und ihr seht es alles jetzt im grünen Bereich. Aber hier am Bremsenstand, Teststand, war klar, 50%, mehr bringt er nicht. So, wir werden ihn jetzt mal nach vorne stellen. Wo haben wir Platz? Neben dem JL220. Ja, hier ist mein neues Schmuckstück, von dem ich gerade erzählt habe. Ich habe mir jetzt mal in der grünen Originalfarbe lackiert. Und ja, der ist also mit seinen, ich weiß nicht, wie viel PS hat der. Das ist die Lit Edition halt. Der RS6 Avant. Avant heißen die. Ja, der hat die große Maschine drin, die V8 DOHC DI. Ich glaube, das heißt so viel wie Direct Injection. Glaube ich zumindest. Ihr könnt mich in den Kommentaren gerne verbessern. Ja, mit 704 PS bei 5.000
950 RPM und 870 Nanometer und mehr Leistung. Ich habe ihn ein bisschen getuned, zumindest in den Luftfiltern und so weiter. Er hat ja doppelte Luftfilter. Und denkt dran, Hinweis, der V8 hat eine echt Macke. Ich habe ihn nicht zum Laufen bekommen. Der hat drei Sicherungskästen. Einer sitzt vorne und zwei sitzen hinten im Heck versteckt, die man aber an die man hinten nicht rankommt. Ich habe eine Stunde lang gesucht und wusste nicht, warum der Wagen nicht anspringt. Man kriegt nur Zugang über vorne und ganz, ganz schwierig dann hinten über die vordere Sicht muss man hin und her probieren, bis man endlich da hinten auch noch die zwei Sicherungskästen trifft, bis man die dann erneuern und füllen, entsprechend aufbauen kann. Ja, Trick 17 von der Mod muss man wissen, kann ich euch nur so weitergeben. Ja, dann fuhr der endlich und der bringt jetzt sogar 710 PS, 6 PS mehr, erstmal durch die Luftfilter. Ja, und sogar 8 Nanometer auch mehr, also ganz leicht getuned. Steht das eigentlich hier, der Tuningwert? Ja, einen kleinen Tuningwert von 186 bekommen für die beiden Luftfilter. Ja, und ihr seht, Wahnsinn, Kaufpreis war also 52.800, auch ohne Türen, ohne Heckklappe, zwei Reifen fehlten, Scheinwerfer fehlten und Sitz fehlte und so weiter. Deswegen habe ich ihn für 52 bekommen. Die sind sonst viel teurer. Hatte gerade einen gesehen, der wurde um die 100.000 Schätzpreis gehandelt. Und ja, der hat also 128.000, 45.000 Boni, 128.300 Gewinn, 181.000, wenn ich den nochmal putze, weil ich den auch gefahren bin. Müsste dann so bei 182, 183.000 Verkaufswert liegen. Wahnsinn. Der wird natürlich nicht verkauft, weil der fährt sich super. Mit dem erreiche ich die besten Zeiten. Der hat einen irren Anzug mit dieser DI-Version der V8-Maschine. Mit den 704 PS geht der ab wie eine Rakete, hat aber eine super Straßenlage. Mit seinen habe ich auch nagelneu drauf. 275er, 35er R20 Reifen. Damit liegt er wie ein Brett auf der Straße. Vielleicht könnte man sogar noch mehr raufziehen. Das muss ich mal ausprobieren später. Ja, mein Flaggschiff jetzt. Und das gute Stück habe ich hier stehen. Damit fahre ich dann immer in den Pausen. Das wird jetzt verkauft, der gute alte Jaguar. Und hier ist der. Schauen wir nochmal, wie der richtig heißt. Der XJ, ja, XJ220 von 1992. Wunderbar. Und der hat hinten 345er Walzen drauf und vorne 255. Ja, Wahnsinn, freue ich mich schon drauf. Die sind kaum bezahlbar mit der Felge XJ220. Da kostet das, glaube ich, habe ich mal nachgerechnet, 8000 Credits, wenn man dem neue Felgen und Reifen verpassen will. Und ja, der hat nicht ganz so viel. Der hat so einen hier sehr seltenen Motor drin, den werde ich ja jetzt gleich nochmal überarbeiten. TWR JV6, ein V6er, Sechszylinder, aber immerhin mit 542, den wird man wohl noch ein bisschen tunen müssen, 642 Nano. 542 PS bei 6,6 Umdrehung, aber er wiegt nur ein Zwier und liegt natürlich super auf der Straße, denke ich mal. Freue ich mich schon drauf. Ihr seht, der hat gerade mal 14% Teile wert, sonst ist alles 100. Da muss ich mich jetzt ranmachen, nochmal alles machen, den Motor nochmal rausnehmen. Ich glaube, der Motor. Den habe ich nicht rausgenommen. Den muss ich nochmal komplett überarbeiten, neu machen und die ganzen Teile, Fahrwerk und so weiter, Aufhängung, Federn,
Bremsen und Kardanwelle und alles erneuern. Ich denke mal, der hat Allradantrieb. Jo, das ist ein Top-Teil. Hatte ich auch. Was habe ich für den eigentlich bezahlt? Was war das? Ja, absoluter Witz, ja. Den habe ich, glaube ich, in der Scheune, ne? Auf dem Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz gefunden. Natürlich auch ohne Türen, Fenster, ohne alles. Reifen, nix. 14.623. Ein Witz. Jetzt schon, obwohl nur 3% oder 5% Innenlehmteile, habe ich hier schon 37.000 drauf. Also ist schon ein Bombengeschäft und selbst jetzt hat er schon 2.100 Boni. Das ist erfreulich. Also da kommt nochmal ein richtig satter Gewinn drauf, aber interessiert mich nicht. Der wird natürlich nicht verkauft. Das ist ein absolutes Top-Teil, ähnlich wie der Morena Bizzarini, dieser Italiener. Die sehen sich hier beide ziemlich ähnlich. Das sind Top-Teile, die bleiben in meiner Sammlung natürlich. Wenn der dann neu lackiert ist, freue ich mich schon drauf. Schade wäre schön gewesen, wenn der die Flügeltüren hätte, aber die hat er leider nicht. Aber schwierig, da in den einzusteigen. Da muss man also hier auf allen Vieren hinklettern, weil der liegt also dermaßen flach. Das ist ja der helle Wahnsinn, ja. Ja, also wirklich interessant, dieses Auto. Ja, okay, das wollte ich euch in dem Spezial hier nochmal zeigen. Dieses schöne Teil, überhaupt alle beide, alle drei. Mein Flaggschiff hat mich von Anfang an interessiert, deswegen habe ich mir auch diese Mod geholt, weil der M3 ist genauso interessant. Ah nee, der M3 ist ja ist ja nicht die Mod-Serie. Hier gibt es noch den TT MK1, den kleinen, den wir ja hatten in den vorigen Folgen. Genau, das waren, glaube ich, die beiden als Mod. Ja, gut, dann werden wir das gute Teil hier verkaufen. Wie schon gesagt, das hat jetzt einen Wert. Ich werde nach dem Fahren nochmal zum Waschen gehen. 41.600. Wir können spaßenshalber das nochmal hier, bevor das Video ausläuft, nochmal gemeinsam machen und gucken, ob es hier auch klappt, dass wir ihn hier nochmal ein bisschen aufgewertet kriegen. Jetzt habe ich die Zahl wieder vergessen. 41.600. Schauen wir mal. Einundvierzigtausendsechshundert, nicht vergessen. Mal schauen. Na, jetzt. Jetzt glänzt er wieder. Ja, schaut. 41.600 und er liegt jetzt bei 42.170. Ist doch interessant, ne? Das als kleiner Tipp und Hinweis an euch. Wenn ihr mit den Teilen gefahren seid, vorausgesetzt natürlich, ihr habt die Waschstraße, aber ich denke, werdet ihr dann irgendwann ja auf jeden Fall haben, die ist ja auch nicht so teuer. Und die braucht man unbedingt, ja. Ohne die kommt ihr gar nicht klar. Und am Anfang müsst ihr natürlich da klarkommen. So, ja. Und dann könnt ihr das ganze Teil nochmal über 1000 Credits wieder erhöhen. Jetzt haben wir wieder Verkaufswert von 45.000. Ja, denkt dran, macht das. Klappt nicht immer, aber es passiert auch nicht immer. Ich habe auch seltsamerweise erlebt, dass ich mich dreimal überschlagen habe oder irgendwo gegengefahren bin und es hat sich an den Verkaufswerten überhaupt nichts verändert. Also, ich weiß nicht, was die Gaming-KI da macht. Ne? Wie auch immer, das funktioniert hier. Ja, gut, dann sind wir soweit durch mit einem letzten Blick
auf dieses wunderschöne Auto möchte ich mich verabschieden, vielen Dank sagen, bis zur nächsten Folge. Mal schauen, was ich dann für Autos am Wickel habe. Momentan habe ich nur drei Schrottautos, die nicht besonders interessant sind, um ein bisschen Geld zu machen. Bin jetzt runter auf 84.000. Na gut, jetzt kommen gleich die 45 nochmal wieder dazu. Und halt mich mal ein bisschen zurück, weil die Garage, die vierte Reihe ist ja eh schon wieder voll. Glaube ich, nur noch drei Plätze frei. Muss mal gucken, ob ich ein oder zwei Autos mich doch trennen kann. Ein bisschen Platz schaffe. Und ja, und dann melde ich mich wieder mit dem nächsten Video und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Daumen hoch ist auch nicht schlecht, falls es euch gefallen hat. Und Kommentare immer, immer gerne. Leider bekomme ich als kleiner Kanal Tom Skilly kaum Kommentare. Das ist schade, aber das wird sich noch ändern, denke ich mal. Also, ich freue mich über jeden Kommentar oder wenn ihr Tipps und Hinweise auch eurerseits habt. Wunderbar. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schrauber Tom Skilly. Bye bye.